Ja, wir sind wieder bei Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Beim letzten Mal haben wir noch die Welt da zu Ende erkundet, haben nochmal wieder das Kommandobrett gemacht und ich möchte im Menü mal kurz gucken gleich, was wir da noch alles haben. So. Ja, schnellster Sieg. Ich bin immer noch bei 0 Siegen. Das halte ich bis zum Ende durch. So, wir haben den Schallschock neu. Und genau, Kollisionsmagnet ist auch neu. Joa. Ansonsten die gleichen Sachen wie immer. Gut. Dann Nimmerland. Diesmal kämpfen wir ganz viel mit Magie auf Nimmerland. Zumindest beim Anfang. Danach packen wir die neuen Sachen rein, die wir per Kommandofusion gemacht haben. Hallo Tinkerbell. Neverland. Das Nimmerland. Ich hab's vor allem an diesem toten Kopf da hinten erkannt. Ich meine, der kam auch im Peter Pan vor. Oh, Mickey. Dürfen wir wieder Mickey helfen? Name's Ventus, but everybody just calls me Vent. Huh. Guess when I sat down to rest, I must have fallen asleep. But where'd you come from? Well, you see. all right, we're going. So long, Ben. Hey, where are you guys off to? Pink saw a shooting star, and we're gonna go hunt it down. A shooting star? You mind if I come along? Of course not. But you gotta agree to follow us. Yeah, it's, right over... that way, by the Indian camp. Ready, men? Forward, march! Okay. Okay. Dann folgen wir den mal, nachdem wir uns da die Truhen alle plündern. Wer packt die Sachen eigentlich in die Truhen rein? Wer ist diese spendable Seele? Und neue Gegner, oder? Die viel aushalten. Und Diamantenstaub. Ich mache aber kaum Schaden, habe ich das Gefühl gerade. Oder halten die einfach nur so viel aus? Und nochmal Diamantenstaub, weil ich so viel Eis gemacht habe. Oh, Paragleiter Level 3. Auch gut. Da ist auch noch eine Truhe. Nein! Ah, verdammt, ich hab's ja nicht geschafft. Nein, geh doch nicht weg! Mann! Dummes Teil. So. Okay. Hier habe ich das Gefühl, das bringt irgendwie nicht wirklich was. So, erstmal heilen. Ich vergiff mich schon wieder hier, dieses Schweine.
und Eisgar Stufe 2. Habe ich das Gefühl, ich mache hier kaum Schaden. Oh, Magie gestiegen. So. Ich wollte mich ja hier noch umgucken, eigentlich. Wollte ich? War hier nicht irgendwo noch eine Truhe? Oh, da ist ein Sticker. Den holen wir uns dann mal. Da ist eine Truhe. Oder auch nicht. Hab ich aufzufressen. Echt wenig Schaden, habe ich das Gefühl. Nee, das macht echt nicht viel Schaden. So, Krieger Stufe 3. So, da komme ich doch. Ah, so nicht dran. Das war die Truhe da hinten zuerst dann. Die ist wenigstens echt. Wie komme ich da am besten hin? Von hier aus? Von hinten aus. Ja, das sieht gut aus. Okay. Hätten wir schon mal den Sticker und das Zeug und ich kann wieder gehen. So, war jetzt nicht hier... Jo, da ist eine Truhe. Allheilmittel. So, und wieder schön Diamantstaub. So, nächster Gegner. Och, die ganz klein nochmal. Selbst die halten ewig viel aus. So, holen wir uns nochmal Terra her. Die wir wenigstens alle mal so ein bisschen hochleveln, die ganzen Links. Mach ich überhaupt damit auch mehr Schaden jetzt einfach, oder... Oh, der hat neue Fähigkeit drin. Komm mal her. Oh, ich hab Vika erhalten. Einfach so. Okay. Nehme ich. Und damit haben wir auch... Ja, Stufe 2. Perfekt. Kommen wir nochmal irgendwo Gegner? Kann ich ein bisschen kämpfen? Oh, ich sehe gerade auch noch Vita mit drin. Ach, schade. Und. Der macht echt wenig Schaden. Megatrank. What? Das ist eine coole Attacke. Auch wenn ich damit nicht sehr schnell angreifen kann. Ja, doch, dieser Abschlussangriff hat mir gerade sehr gut gefallen. Meint ihr, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Erdfall wieder. Na gut, es ist immerhin Terra, ne? Das hat immerhin was mit Erde zu tun. Ja, doch. Die Attacke war cool. Beenden wir das jetzt aber mal. Und schnappen uns die Truhe da vorne. Huch! Wo kommst du denn her? Und Diamantstaub. Und nicht Diamantensturm, wie ich früher gesagt habe. Und weg mit dir. Irgendwas schon auf maximal. Irgendwas ist gut! Eine Liste? Achso, ja, neue Sachen wieder. Ich warte, bis alles fertig ist und danach. Und selbst Eisgar schon fertig ist. Dann gehen wir mal weiter. Sehen wir den Truhen bisher aus. Ah, was haben wir bei der Spielstatistik noch? Treffer für
Ah, Terras Erdfall. So, irgendwelche neuen Unversehrten. Den was? Desastrio. Okay. Gut, Stickeralbum, wieder ein paar neue. Und zwar ein Regenbogen. Hier gibt es 2 Stück. Okay. Und die Schatzliste sagt eine ganze Menge Truhen. Dahinter haben wir noch eine Truhe. Schauen wir uns trotzdem mal so ein bisschen jetzt hier um. Ja, aber das sind einige der ersten Gegner und die brauchen auch schon so lange jetzt, komischerweise. Oh, Grammus Zorn? Okay. Was habe ich getan? Das ist einfach oft genug aktiviert, oder? Wow, habe ich da viel Schaden genommen. Einmal heilen. Ah. Und wieder Donnerschlag. Muss man gleich mal angucken, was das Grammus Zorn ist. Wow, wie viel Schaden ich bitte mit einmal nehme. Nicht nur, dass ich wenig Schaden mache, ich bekomme auch gerade ganz viel Schaden. Bin ich einfach ein bisschen unterlevelt gerade? Ich habe das Gefühl, ich sollte ja noch gar nicht sein. Oder wo soll ich denn sonst sein, wenn nicht hier? Irgendwas mache ich anscheinend falsch. Ich glaube, ich bin echt viel zu früh hergekommen. Wenn ich mir so den Schaden angucke, den ich bekomme, und den Schaden angucke, den ich mache. Ja, doch, ich würde sagen, ich bin zu früh. Aber ich habe jetzt noch keinen Speicherpunkt gefunden, wodurch ich wieder rausgehen kann aus der Welt. Von daher müssen wir hier wohl erstmal bleiben. Und schauen, wie viel Erfahrung geben die mir eigentlich denn so. So, 384 brauche ich zum nächsten Level und du gibst mir jetzt 50 Erfahrungspunkte. Oh, hallo, was bist du denn für ein Affe? Ich glaube, 50 Erfahrungspunkte ist ein bisschen viel. Das hat auch jetzt nicht viel Schaden gemacht. Mal gucken, wie viel Erfahrung bekomme ich denn von dir? Natürlich spawnt da mal wieder ein anderes Vieh. Nach dem hier gehe ich dann auch mal ein bisschen weiter weg. Ich möchte nur wissen. Oh, 60 Erfahrungspunkte. Ja doch, ich habe echt das Gefühl, ich bin hier viel zu früh hergekommen. Die Gegner sind alle viel zu stark für mich. So, wo habe ich jetzt den Sticker gesehen? Ach, da. So. Kann ich sowas auch wieder rausspringen? Wie komme ich aus dem Wasser wieder raus? Ah, da. So, dann kann ich da hin? Nee, kann ich nicht. Sah nur so aus, als könnte ich da hin. Dann kann ich aber von hier aus nicht dahin. Hier geht es eher nicht zur Indianersiedlung. Wo soll ich das denn wissen? Ja, doch, gerade noch geschafft. Dann probiere ich nochmal eben was anderes aus. Und zwar, ob ich dazwischen landen kann. Ich würde ja aber eher sagen, wobei, ich konnte drauf rumfliegen. Aber da oben könnte ich auch nicht zwischenlanden, obwohl es dir so genau aussah, als könnte man's. Na, gucken wir einfach mal. Nee, kann ich nicht. Moment, da kann ich aber lang. Aha. Aha.
Wäre ich ja fast dran vorbeigelaufen. Iroga. Ich habe immer mehr das Gefühl, ich bin hier falsch. Wenn ich schon solche Sachen hier bekomme. Ich suche mir einen Speicherpunkt und dann, glaube ich, verlasse ich die Welt erstmal. Dann gucke ich mal, ob vielleicht irgendwie was anderes noch hätte machen können. Ich werde ja wohl nicht einfach total unterlevelt sein. Ich habe ständig gekämpft. Peter Pan! Who do we have here? Never seen you before. I'm Ventus. Call me Vin. Well, if you say so. Tension! Now then, man, I don't suppose you'd want to capture some real pirate treasure. Real pirate treasure? Sure! Well, guess who caught sight of Hook right when he was stashing his treasure? What do you say we sneak in and grab it? Oh, boy! Let's go, let's go! Ow! Oh! Tinkerbell, what's gotten into you? We were all supposed to go hunt for a shooting star together. Forget that. Pirate treasure is way more fun. Tink, you're coming with us. Well, that's no way to respond to an invitation. Come on, Ben. You're a better sport than her, right? I'd love to join you, but first I want to find the shooting star. Also einen Typen wie Peter Pan würde ich nicht gerne in meiner Nähe haben. Das ist mal so, los, machen wir dies, los, machen wir das, los, tu dies, los, tu das. So ein bisschen bossig. Muss nicht sein. Ist auch kein Speicherpunkt. So, gebt mir doch einen Da kann man rein. Ja gut, das ist das Versteck von den Kindern und alles. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Und zwei Truhen. Zeitkristall und ein Mega-Äther. Immer noch das Gefühl, ich bin hier viel zu früh. Irgendwas habe ich doch verpasst. Das Spiel kann doch nicht mit einmal so anziehen, mit von der Schwierigkeit her, oder nicht? So nach dem Motto, ich mache kaum Schaden und die Gegner töten mich fast instant. Abschlusskommandos? Ah! Da ist Ramus Zorn. Ah. Habe ich das ja auch endlich mal bekommen. So, führen bitte schon ein. Das klingt interessant. Aber ich möchte jetzt gerade eher lieber das machen, damit ich da noch die Sachen freischalte. Wobei. Lass mal Ramus Zorn drin. Ich möchte mal so eine Weile gucken, was es so macht. Also hier ist nur das hatten wir schon. Irgendwas Neues. Ah, Iroga. Und das Elixier. Und der Bericht hat auch wahrscheinlich ganz viele neue Unversehrte. Einmal den Rabauka. Das ist der Affe. Ah, und das dicke Album hat er noch was. Moment. Okay. Ach, da ging's raus. Möchte mich wenigstens noch ein kleines. Naja, wobei, die Folge ist eigentlich schon fast vorbei. Moment, da hinten habe ich eine Truhe gesehen. Die will ich noch holen. Luftpost. Okay. Na dann. Keine Ahnung, was ich beim nächsten Mal mache. Vielleicht gehen wir in die alten Welten nochmal kurz. Und holen noch vielleicht so ein paar Sticker aus den alten Welten. Vielleicht komme ich da jetzt an. Ja gut, jetzt kann ich auch höher springen. Jetzt würde ich da vielleicht drankommen. Und den Radiant Gun, das weiß ich gar nicht. Und das war auch, wo ich etwas höher springen musste.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht probiere ich einen Part noch in dieser Welt und dann schauen wir mal. Das ist es auf jeden Fall von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.